Hi, ich bin hier heute in Hamburg und ich treffe gleich Hossein Rizwani, der Perser unter den Teppichdesignern. Ich bin ganz gespannt, was der mir so zu erzählen hat. Hanne. Hi. Danke, dass du heute Zeit für mich hast. Vielen Dank, dass du den Weg nach Hamburg gefunden hast und schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Ich bin total gespannt, was du mir gleich zeigen hast. Dein Showroom ist ja auch irgendwo in der Nähe, oder? Genau, in der Tat dieses schöne grüne Gebäude, wo wir gleich hingehen. Schön, ja, das ist bestimmt ein guter Ausblick. Ich hoffe, es wird dir gefallen. Wollen wir rübergehen? Ja, gerne. Sehr gerne. Johanne, herzlich willkommen in meinem Showroom. Wow. Hossein, warum denn eigentlich der Perser? Für mich ist so der Perserteppich sozusagen die Mutter aller Teppiche. Und als ich dann damals die Idee hatte, einen modernen Perser zu entwerfen, kam natürlich dann die Frage auf, wie macht man so etwas? Und die erste Hürde war eigentlich, im Iran überhaupt Knüpfer zu finden, die überhaupt mit den Traditionen brechen. Das war so die erste Hürde, die wir hatten. Und wir haben dann damals Muster rübergebracht, die waren grün und rot. Und nach 4 Wochen sind wir rübergeflogen und wollten schauen, was daraus geworden ist. Und auf einmal war das Muster gelb und blau. Und die Knüpferin sagte zu mir dann relativ trocken, das sieht ja besser aus, du hast keine Ahnung. Das waren dann, da haben wir erst gemerkt, wie überhaupt die Mentalität der Knüpfer überhaupt ticken. Und bei dem Teppich, dem neben dir, ja, also hier haben da wir, bist du aber schon auch wieder ein bisschen moderner noch geworden, oder? Richtig, ich habe damals den Gatsby-Film geschaut. The Great Gatsby. The Great Gatsby, richtig. Und da gibt es eine Szene, wo der Great Gatsby runterkommt und da ist eine Art Dekoarbeit als Fliese im Boden. Und ich fand das so toll. Ich sagte, Mensch, das würde auch als Teppich total toll passen. Also ich merke das sofort, Wolle und Seide kombiniert, oder? Genau. Hab ich richtig Hast du sehr richtig gefühlt. Wir verwenden nach wie vor persische Hochlandwolle mit reiner natürlicher Seide. Es wird geknüpft mit bis zu 1 Million Knoten auf den Quadratmeter. Alles handgeknüpft. Alles handgemacht. Das heißt, ein Teppich in dieser Größe 2 mal 3 Meter besteht aus 6 Millionen Knoten. Und das macht wiederum den Perser aus. Es geht um Qualität, um Materialien und natürlich dann auch um Design. Und vielleicht auch um Tradition. Das sowieso. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Perserteppiche zu machen? Genau, das war eigentlich auch so ein bisschen durch Zufall. Mein Vater und mein Großvater, die waren ja beide in dem Geschäft tätig. Das heißt, seit 3 Generationen handeln wir mit Teppichen, produzieren Teppiche. Und durch ein Abendessen mit Freunden, da war unter anderem auch Hadi Terani dabei, und gefragt wurde, wieso macht eigentlich keiner moderne Perser, wieso macht denn die Mutter der Teppiche, wieso hat die keine Innovation? Und so kam es dann, dass ich am nächsten Tag bei uns ins Büro gefahren bin und zu meinem Vater gesagt habe, Mensch, wir müssen jetzt mal moderne Perser machen. Und er lachte mich nur an und sagte, ja, dann leg mal los. Ja, Hossein, du hast auch 2017 ein Projekt mit Bulthaupt gemacht, oder? Genau, es war auch wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt, was ich dir am besten vor Ort bei mir zu Hause mache. Einfach zeigen möchte. Okay, na dann. Gehen wir mal los. Ja, schön ist das hier wirklich. Ja, schön, dass es dir gefällt. Wahnsinnig schöne Wohnung. Vielen Dank. Jetzt siehst du auch mal schön Teppiche, nicht immer nur als Einzelstücke, sondern mal kombiniert im Ganzen mit Möbeln. Das wirkt natürlich auch mal ganz anders. Oder auch gerade in Bezug, was du gesagt hattest mit Bulthaupt, mit unserem Event. Da hieß es ja auch, am Anfang haben wir uns Gedanken gemacht, wie passt eigentlich Küche und Teppich zusammen. Je mehr wir darüber gesprochen haben und beim zweiten, dritten Meeting haben wir dann festgestellt, dass Teppich und Küche eigentlich perfekt zueinander passt. Wie man eigentlich auch hier bei mir in meiner Wohnküche so sieht. Du kannst halt einfach mit einem Teppich kannst du nochmal in einem Raum praktisch einen gewissen Bereich abtrennen. Und so kannst du halt natürlich Leben reinbringen, auch ein bisschen Wohnlichkeit. Ja, ich finde, da passt ja auch das Domotex Leitthema Create and Connect wieder ganz gut. Du verbindest dich zusammen mit Bulthaupt, auf der anderen Seite verbindet ihr Küche mit Wohnraum, Küche mit Teppich. Das ist eigentlich ziemlich schön zusammengefasst. Absolut richtig. Also das ist gerade, wie du sagst, dieses Create and Connect Thema ist ja eigentlich was wirklich Tolles, weil mit dem Zusammenspiel von Produkten kannst du natürlich sehr, sehr viel mehr darstellen, als wenn du nur ein Teppich oder ein Wohnaccessoire zeigst. Und so gesehen war das für uns wirklich klasse, einfach eine Welt zu erschaffen, die alles miteinander kombiniert. Ja, das war hier heute mein Tag bei Hossein Rizwani. Das war ein total schöner Tag. Gerade für mich als Gestalterin war es auch nochmal wieder spannend zu sehen, wie en vogue Teppiche sind. Die nächste Folge, die drehen wir auf der Domotex. Mit wem genau, das verrate ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass es wieder ganz spannend wird.